Willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Portugal hier in unserem Russlandkrieg. Aber wir haben ihn nicht begonnen, Russland hat uns den Krieg erklärt. Jetzt werden wir in die Auf Schlacht was ziehen gegen denn eine für... stark ausgerüstete russische Armee mit Musketieren, leichten Truppen, Kanonen. Nur sie haben keinen General. Wir haben eine, ja, recht volle Armee und werden jetzt Kamenetz-Podolski angreifen. Wir könnten hier auch warten, dass sie uns angreifen. Aber ich halte es für sinnvoller, weil wir gesehen haben, dass der Gegner noch Verstärkung bekommen kann, dass wir in den Angriff gehen. Die Schlacht von Kamenez-Podolski 1793. Ja, wir schreiben hier sehr alternative Geschichte. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir haben einige Hügel, wobei das sieht eher danach aus, als hätte der Gegner Hügel, wenn das Dunklere für Hügel steht. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich bin mir bei dieser Topografiekarte immer nie hundertprozentig sicher, was wie genau was bedeutet. Ihr könnt mir das gerne erklären, aber scheinbar haben wir hier selbst einen Hügel. Oh, ich bin begeistert. Ja, und das ist auch, würde ich behaupten, gleich mal der höchstmögliche Hügel hier. Na dann. Steht ja, denke ich mal, fest, wo unsere Kanonen hinkommen. Ja, packen wir die noch ein bisschen nach vorne hier. Artillerie. Ja, ein bisschen seitlicher vielleicht. Nicht so weit. So. Señor. Bisschen zurück. Ich meine, eure Reichweite müsste ausreichend sein, oder? Ja, bei beiden auf jeden Fall. Fantastisch. Gut, die Gegner haben auch Kanonen. Die sind auch direkt hier vorne. Das heißt, die werden uns vermutlich auch treffen. Aber mit dem Hügel sollten wir nochmal besser sein. Nachteil ist, sobald jetzt die Gegner hier hinkommen, sind sie halt nicht mehr in Schussreichweite. Das ist so das einzige Problem an der ganzen Sache. Aber das sollte erstmal eine Zeit lang dauern. So. Dann kommt jetzt erstmal hier Infanterie jeweils hin. Eine Einheit Jäger. Oder ist hier Jäger? Ihr wisst, was ich meine. Dann machen wir mal die Flanke vor allem hier nach rechts länger. So, hier haben wir noch Infanterie. Hier habe ich auch noch weitere Jäger, wobei das hier ein bisschen schwieriger wird. Hier noch eine Infanterie rüber. Ah, hier haben wir auch noch. Ach Gott, noch mehr Jäger. Aha. Hier drüben einmal hin. So. Dann haben wir hier auch nochmal die Grenadiere. Was mache ich jetzt mit euch? Packen wir die noch darüber. Und dann dürft ihr auch noch ganz nach da drüben hin. Fantastisch. So, was machen wir mit unserer Kavallerie? Ah, die Kanonen hier. Ich würde fast sagen, sie könnten über die linke Flanke versuchen zu kommen in dem Fall. Machen wir das gleich seitlich. Und La General da hinten starten wir das Ganze. So, wir bekommen eine Milizeinheit als Verstärkung, die kommt sogar von da hinten. So, ich hoffe, meine Kanonen leisten wieder gute Arbeit. Feuer! Schon mal fast geschossen. Ja, sie schießen direkt auf die Kanonen der Gegner. Fantastisch! Fantastisch! Weil die werden jetzt nämlich auch gleich auf uns schießen und je stärker wir die jetzt hier schwächen, desto besser, weil wenn die gleich schießen, haben wir ein Problem. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen vorsichtig sein. Achso, halt die Miliz, bevor die irgendwo dann reinläuft, werde ich mal hier hinten positionieren. Ah, da kommt schon Kavallerie. Müssen wir ein bisschen im Blick behalten. Wollen die direkt irgendwo hinreiten? Erstmal schaue ich, schießen meine Kanonen denn weiter? Ja. Ja, sie schießen weiter schön hier in die Richtung der Kanonen. Jawohl, die fliehen jetzt auch schon. Fantastisch. Erste Kanoneneinheit ausgeschaltet. Weil wenn wir die gegnerischen Kanonen direkt ausschalten,
Dann müssen die zu uns kommen. Ah, jetzt wurde leider das Haus getroffen, nicht der Gegner dort. Ich schieße jetzt mal mit denen darüber. Aber ihr dürft weiter feindliche Kanonen abschießen. Oh ja, die beschießen leider auch uns hier. So, ihr schießt jetzt. Ah, ein bisschen weiter da hinten. Wobei die Kavallerie auch schon getroffen wurde. Lanzenreiter. So, wen wollen die angreifen? Durchaus wieder auf die anderen Kanonen schießen. Ja, da haben sie sich ein bisschen verkalkuliert. Sie dachten, sie können hier irgendwo reinreiten. Sind aber voll in meine Karrees gerannt. Sehr schön. Und da fliehen sie. So, gehen wir aus den Karrees raus, weil wenn wir jetzt von denen die feindlichen Kanonen getroffen werden, dann hätten wir ein Problem. Gut. Ja, bin mir noch nicht so sicher, wie ich meine Kavallerie hier einsetzen möchte. Ich bringe die mal hier so ein bisschen auf Flankenstellung. So, jetzt beschießen wir den Gegner erstmal. Eine Zeit lang. Wir müssen natürlich dann irgendwann in die Offensive gehen, weil wir würden sonst durch Zeit verlieren. Aber wie ich den Gegner kenne, wird er wahrscheinlich eh versuchen, zu uns zu kommen. Ah, hier kommt wieder Kavallerie. Schießen wir doch vor allem mal die Kavallerie ab. Attention. Ein bisschen Angst, dass die Kavallerie meine Kanonen stürmt. Noch mehr Kavallerie. Okay, wir gehen hier ins Karree. Ja, meine Kanonen haben was getroffen. Ja, das ist das Ende für die Kavallerie der Gegner. So. Dürft ihr ein bisschen nach vorne gehen. Ja, die stehen leider sehr unglücklich. Okay, unsere Kavallerie darf sich zurückziehen, bitte einmal. Artillerie ist erfüllt. Rückzug, lasst euch nicht selbst abschießen. Ich habe mal ein bisschen Sorge, dass ich da meine Truppen zu schnell selbst abschießen lasse. Tatsächlich. So, ihr geht mal bitte aus dem Karree raus. Oh, feindliche Kanonen beschießen uns hier. Jetzt nach vorne. Vorwärts.
haben wir hier Rauch? Was ist denn das für eine Rauchentwicklung hier? Hier haben wir noch eine Einheit. Die sollen wir auch vorrücken. Hier und hier bitte auch vorwärts. Gott, ist das eine Rauchentwicklung. Infanterie. Kavallerie. Wo kommt denn jetzt wieder diese ganze Rauch? Ja. Ja, die Grenadieren sind auch gleich in Reichweite. Wir versuchen mal hier zu stürmen. Ich will mich wahrscheinlich nur locken, aber im Zweifel breche ich wieder ab. Der Gegner flieht. Wir werden wieder mit normalen Kanonen schießen. So, was macht die Kavallerie? Ah ja. So viel zum Thema Rückzug. Der hat mich tatsächlich hier reingelockt in Karis. Das war doch recht clever gemacht. Rückzug. Ah, da habe ich jetzt ein bisschen viel Kavallerie verloren, leider. Muss ich gestehen. Aber ich kann die feindlichen Kanonen gleich ausschalten. So. Hier dürfen nun nirgendwo Pfähle sein. Ich sehe aber keine Pfähle. So, hier reiten wir jetzt. Wir schießen uns immer noch ab hier. Treffen uns auch ordentlich. Ich kann nicht so weit hier vorrücken wie ich meine eigentlich. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Kriegen wir noch den General vielleicht? Ja, wir kriegen den General und die feindliche Infanterie sieht's nicht und läuft weg. So gefällt mir das. War das das Ende der Kanonen? Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Und in dem Fall erobern wir. Das heißt, wir müssen nicht flüchtende Truppen bekommen. Das muss nicht sein. Boah, ein Meer aus Rauch. Wieso ist das eigentlich hier so... Bessere Aufstellung bitte. Und zwar zack, zack. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ist mir schon bewusst, dass sie alle erschöpft sind. Wir ziehen uns wieder einmal zurück. Feindlicher General wurde noch getötet. Jetzt müssten noch alle fliehen, oder? Jetzt müssen wir ihre Moral gleich brechen. Kanonen bitte feuerfrei auf die Infanterie hier. Da fliehen alle gerade völlig. Hier rück ich vor. Das ist ein schöner Sound, den wir dafür nutzen können. So. Haben wir hier noch Truppen, die wir hochschicken können? Vorwärts. Und Marsch. So, es sind doch nur noch zwei Infanterieeinheiten übrig, oder? Das sollten wir jetzt recht schnell erledigen können. Es ist nur noch eine Einheit übrig, die wird jetzt auch fliehen, dann ist die Schlacht gewonnen. Die Russen fliehen, ein großer Sieg für Portugal. Oh, die Kavallerie stürmt jetzt, niemand wird sie retten. Ein glorreicher Sieg für Portugal.
gegen die Russen hier. Sehr schön. Wir hatten nur 305 Verluste, der Feind 1900 irgendwas. Wir werden das friedlich erobern. Und wir bekommen auch hier gute Verstärkung und wir können uns einen Spion schicken. Hier sehen wir die feindliche Armee. Wir wollen ja auch gerade nach Kiew, das könnte ein bisschen knapp werden. Die Frage ist, wollen wir nach Weißrussland mit dem Spion? 3, 4, 5, 6, 7. Das ist aber ein General, das heißt, es sind sogar zwei Generäle wahrscheinlich in der Armee. 7 Einheiten, das müssten wir besiegt bekommen in Kiew, falls die sich in Kiew verschanzen. Das würde aber knapp werden. Ich überlege, ob mein Spion... Ah, der kann ja nur Sabotage oder Infiltration machen, ne? Der kann ja leider keine Attentate mehr machen. Ich glaube, dann schicke ich lieber in den Norden den Spion, um zu schauen, was hier so, ob da noch Feinde kommen werden. So, das Gebiet ist erobert. Milizen sind da, um dann zu kommen oder kommen zu können. Unsere Armeen rücken vor. Ich habe aber schon gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Nachschub. Wann haben wir hier die nächsten Schiffe? In 2 Runden. Na, hier dauert es 3 Runden. Vielleicht in 3 Runden dann. Aber jetzt gehen wir erstmal in die nächste Runde und schauen, was die Russen machen. Wir haben noch unseren Edelmann, der hier weiter marschiert. Und den einen Spion, der natürlich auch noch eine ganze Zeit braucht, bis er da in den Norden kommt. So, die Franzosen müssen immer noch die restlichen Royalisten besiegen. Die Russen. Ah ja, die verschanzen sich jetzt natürlich in Kiew. Nur die eine Armee kommt, um hier ausgerechnet unsere Technologie zu stören. Oh, apropos Technologie, die habe ich jetzt gar nicht verwendet. Das habe ich natürlich völlig vergessen. Dass wir die direkt hier nutzen können. Oh, minus 3 Zufriedenheit. Demokratie. Das dadurch, aber das liegt an den Reformen, die sie möchten. Das ist eigentlich nichts, was ich möchte direkt. Die Dialektik vielleicht mal. Dafür muss ich das einmal wieder... Naja, wir werden das hier wieder umbauen, einfach zu einem Magistrat. Und eine Straße hier errichten für unseren Nachschub. So, kann ich meine komplette Armee hier mitnehmen vielleicht, im besten Falle? Ich überlege gerade. Wisst ihr was, ich lasse mal eine Kavallerie hier, dass die Miliz ein bisschen Schutz hat. Und vielleicht... eine Musketiereinheit, die etwas schwächer ist. So, der Rest darf hinterher. Darf er nicht nur erstmal kurz diese Musketiereinheit... 96 Verluste! Unfassbar. So, das ist jetzt mal die kleine Miliz, die hier bleibt. Der Rest geht quasi in Richtung Kiew. Wir können es sogar schon mal wagen, hier eine Belagerung zu starten. Ja. Das ist vor allem leichte Infanterie. Wir haben sogar eine Kanone. Würden die nicht sogar kanonieren? Nee, würden sie nicht. Nur, dann belagern wir eine Runde. Wir haben ja unsere Verstärkung dann gleich da. So, hier können wir auch Infrastruktur ausbauen. Und ich wollte hier Handelsschiffe machen. Das habe ich schon wieder vergessen, oder? Nee, die werden gebaut. Wir können aber den kommerziellen Hafen noch errichten. Ja, dann bauen wir doch hier noch einen kommerziellen Hafen. Dauert zwar 7 Runden, aber ein Langzeitinvestment ist doch auch gut. Hier können wir noch Steuern erheben. So, ich glaube, ansonsten erheben wir überall Steuern, richtig? Ja, und zwar 10.000, die wir aktuell verdienen. So, nächste Runde. Meint ihr, die Russen greifen uns direkt an? Ah, schau an. In Minsk weiß Russland auch keine Feinde. Hm. Das Problem ist, ja, aber ich will halt jetzt auch nicht ganz Russland erobern, muss ich sagen. Das fände ich irgendwie, das würde sich falsch anfühlen. Wir könnten es vermutlich. Halt, das ist ein Spion, ein weiterer Spion. Fortschritt. Oh, Zufriedenheit der Unterklassen. Ja, das finde ich gut, das finde ich gut. Im Atlantik haben wir unsere neuen Handelsschiffe. So, und ich glaube, das können wir jetzt hier automatisch machen, weil mit der Verstärkungsarmee wird das jetzt, glaube ich, eine sehr eindeutige Sache. Sicherheitshalber speichere ich ab, weil man weiß ja nie, was die KI sich denkt, aber das machen wir automatisch. Ah, Sieg und nur 279 Verluste. So, damit ist Kiew unter unserer Kontrolle. Und Belgorod. Ich überlege gerade, ob wir die große Armee nach Belgorod schicken. Dauert 2 Runden. Ah, warte mal, hier ist auch noch eine Armee. Aber nur 2 Einheiten. Wir
könnten auch einfach die Truppen schicken. Das wäre auch noch alles Kiew. Dann schicke ich die dorthin. Die Hauptarmee darf erstmal in Kiew bleiben. Sehr schön. So, bauen wir hier ein Magistrat, ein Theater, Ausbildungslager, auch wenn es nicht viel bringt, Straße. Und perfekt, Nachschubposten. Der ist hier super in diesem Kiew-Gebiet. Der ist schön zentral. Der wird unseren Truppen auf jeden Fall ordentlich helfen, schnell wieder aufzurüsten. Fantastisch. So, jetzt sind ja unsere Schiffe hier fertig geworden. Ein Schiff werde ich hier abstellen. Schon mal. Und wie sieht's hier aus? Ja, zum Tee wollte ich noch die restlichen schicken. Weitere Handelseinnahmen. Ja, mit Tee machen wir nicht sehr viel Handel, muss ich leider sagen. So, in einer Runde werde ich dann nochmal Nachschub schicken. Und ein Gebiet wollen wir noch erobern. Dann können wir einen Frieden anbieten. Wobei, das Kiew-Gebiet ist schon sehr in den Norden gegangen. Also eigentlich hätte ich da eine kleinere Grenze mir gewünscht. Oh, die russische Armee marschiert in den Süden und besetzt dort einen Reiterstall. Frech. Sehr frech. Das reparieren wir mal. Während wir aber direkt nach Belgrad marschieren. Ich glaube nicht, dass da eine Armee drin ist. Das wird wahrscheinlich völlig leer sein. Ja. Fordern wir Kapitulation. Holen das Gebiet hier friedlich. Bauen hier noch die Straße. Gebäude in Rumänien haben wir errichtet. Oh, da können wir sogar ein großes Museum errichten. Ne, ich glaube, ich baue lieber ein Berufungsgericht. So, genau. Es wurde rekrutiert. Ah ja, einmal im Schwarzen Meer. Dann nutzen wir hier gleich beide Handelsrouten nach Pelsen. Sehr schön. Die Bretagne wurde vernichtet. Ah, die Royalisten wurden besiegt von Frankreich. Und Frankreich ist aber im Krieg mit Venedig. Ah ne, mit niemandem. Hä, haben nicht gerade noch die Briten den Hafen? Haben die Frieden geschlossen? Scheinbar. Nachdem der Hafen hier geholt wurde. Okay, spannend. So, jetzt müssen wir einmal hier kurz die Armeeeinheiten. Außer die zwei Miliztruppen, die ich hier lasse. Mir fehlt ein... Ah doch, wir haben eine Kanone dabei. Ah, fantastisch. Ist jetzt zwar nur eine kleine Armee, aber schicken wir jetzt erstmal in den Osten. So. Jetzt haben wir Belgorod. Wie gesagt, der Rest ist halt jetzt schon wieder sehr weit weg. Da müssten wir sehr weit laufen und müssten... Boah, Gebiete im großen Norden besiegen. Hier haben wir ganz guten Nachschub. Ich würde jetzt mal versuchen, Frieden, glaube ich, mit Russland zu schließen. Frieden und eine Allianz. Wir können scheinbar kein Handelsabkommen mit denen machen, weil wir ihnen wahrscheinlich die Handelshäfen weggenommen haben. Aber wir haben ja eigentlich eine Grenze. Das wundert mich. Breaking Alliances mit Military Access. Ich biete ihnen sogar eine Technologie an fürs Erste. Und ja, probieren wir es mal. Die werden es relativ sicher ablehnen. Ja. Gut, lassen wir mal die Allianz weg. Friedensangebot für eine Technologie. Nee. Okay, Friedensangebot. Ich zahle euch das Geld, was ich gerade habe, mehrwürdig. Und die Technologie. Und ihr bekommt Militärzugang für 20 Runden. Nö, gut. Dann wird der Krieg weitergeführt. Ich hätte jetzt gern Frieden geschlossen, aber wenn Russland das nicht möchte, dann brauchen wir dringend mehr Truppen, um vorzurücken. Weil jetzt wird es schwierig. Jetzt weiß ich nicht, wo ich am besten hinmarschieren soll. Moskau wird stark bewacht sein. Da würde ich als Letztes hingehen. Wir sollten ihn vorher den ganzen Rest erst wegnehmen. Also hier ist gerade keine Armee. Hier ist eine kleine Armee lediglich. Eine Einheit. Spannend wäre es, wie viele Truppen in Smolensk sind. Das Problem ist, ich kann es ja auch nicht einfach hier... Die 2000 hier nerven mich auch ein bisschen. Wisst ihr was, die würde ich mit meiner Kavallerie und dem General vielleicht erstmal versuchen. Ich weiß halt nicht, was das für Truppen sind. Es ist auf jeden Fall eine Generalseinheit.
Das heißt, normalerweise müsste meine Kavallerie stark genug sein, die zu erwischen. Hoffe ich sehr. So, ich schicke mal Miliztruppen da hoch. Oh, jetzt haben wir aber hier ein kleines Problem mit einem Aufstand dann. Rekrutieren wir hier überall mal ein paar Milizen. Mehr Geld habe ich auch nicht. Ja, dann beenden wir die Runde. Brauchen dringend mehr gute Truppen. Wenn wir jetzt hier wirklich die völlige Russland-Invasion durchführen müssen. Wir haben Ende Juli. Noch geht's. Noch haben wir Sommer. Der Winter wird kommen. Wir müssen uns, wenn, dann jetzt beeilen. Ah, da kommen noch ein paar Truppen. Vereinzelte. Keine großen Armeen. Die großen Armeen, da bin ich mir ziemlich sicher, sind in Moskau. Da haben wir große Full-Stack-Armeen. Polen scheint die Chance aber auch nicht zu nutzen. Wo wir die Russen ablenken. Oh, sag nicht, die wollen in meinen Hafen, den ich gerade ausbaue. Ich hasse es. Das ganze Geld ist jetzt einfach futsch. Wie viel habe ich da investiert? 4000? Die wissen schon, wie sie mich schwächen können. Das ist absolut frech. So, Angriff. Schauen wir mal, was wir da haben. Ja. Ui, aber 68 Verluste. Und die überleben. Das gibt's ja nicht. Ja, dann mache ich sie jetzt fertig beim nächsten Mal. So. Ja, hier gab es jetzt ein paar Probleme. Das baue ich jetzt erstmal um. Steueramt. Bauen hier ein paar Milizen. Habe ich jetzt hier nur eine Miliz rekrutiert? Scheinbar. Ich würde halt jetzt erstmal nach Weißrussland gehen. Oh, können wir sogar. Wäre schön. Smolensk wäre näher. Könnten wir auch direkt erobern. Aber ob wir das auch halten können, ist die Frage. Von Smolensk dann so marschieren. Aber Smolensk wird halt wieder angegriffen. Nee, es macht schon Sinn, von Westen erst zu erobern. Ja, ja, wir marschieren direkt nach Weißrussland. Schlage ich vor. So, wir brauchen hier mehr Miliztruppen. Habe ich da? Ich dachte, ich hätte zwei Rekruten. Ah, ich hatte kein Geld mehr dann, glaube ich. Oh, stimmt, wir hatten ja hier noch Armee. Die sollten wir auch wieder noch hochschicken. Und ein paar Milizen nach Kiew. Hier noch ein paar Milizen zur Verteidigung. Das sind halt nur billige Miliztruppen, das mache ich so ungern. So, ein Spion, einmal bitte Richtung Moskau. Wo ist der andere? Wir brauchen auf jeden Fall unsere Flotte in den Osten. Und wir brauchen dringend mehr Truppen. Ich rekrutiere hier mal nochmal ein bisschen Kavallerie. Grenadiere, leichte. Präzision 40 ist schon wenig. Das lassen wir erstmal. Ja, Grenadiere. Gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die nächste Runde und schauen, was die Russen machen. Den Spion habe ich vergessen, richtig. Nach Smolensk. Und da ist der dritte. Ja, stimmt, wir haben mittlerweile drei Spione. Und jetzt haben wir hier auch noch Handel etabliert. Ja, also unser Handel läuft. Famos, würde ich behaupten. Da kommt eine große russische, also groß, größere russische Armee. Und die laufen einfach an mir vorbei. Und werden jetzt meine Bildung hier sabotieren. Oh, jetzt habe ich schon ganz kurz gedacht, die Patavische Republik greift uns an. Nein, die Niederlande greifen Frankreich an. Die erste Schlacht haben sie gewonnen, die zweite haben sie aber verloren auf hoher See. Spannend. Briansk. Oh, das kostet aber minus 3 Zufriedenheit. Machen wir mal Wohlstand durch Minen. Und das hier. Was erforschst du hier gerade? Das hier. Minus 4 Zufriedenheit. Nee, das machen wir nicht.
Dann vielleicht lieber erstmal die Verstärkungsrate. Das wird noch gebaut. So. Mein Edelmann. Sehr gut. Wo könnte denn die Armee hin? Ja, das ist eine recht starke. Die könnte halt direkt dort angreifen. Wir müssen uns der Armee stellen. Nach Belgorod könnte sie auch. Den Agenten hatte ich schon, ne? Ja. Österreich und Königreich Sardinien ist das Bündnis gescheitert. Österreich und Großbritannien ist das Bündnis gescheitert. Oho. Oho, oho. Auch, dass wir sie jetzt hier vernichten, bitte. Vorbericht. So, nur noch der General übrig. Den haben wir jetzt vernichtet. Gut, wird Zeit zurück nach Belgorod zu marschieren. Ganz viele Milizen. Oh, Frankreich und Österreich sind jetzt im Krieg. Okay. Frankreich, Österreich, das ist sehr bedeutend. So, ja. Ich versuche, denke ich, der Armee entgegen zu marschieren. Ich glaube aber, der beste Weg ist, die Straße hier zu nutzen und nicht über Querfeld einzulaufen. Jetzt stehe ich aber mit meinen zwei Truppen hier ein bisschen ungünstig. Ich laufe mal hier in den Wald. Vielleicht bin ich ein bisschen versteckt. Ah, ich bin versteckt. Fantastisch. Drei russische Truppen. Hm, das könnte knapp werden mit meiner Armee. Schicken wir den einen Spion da hoch. So, schicken hier Miliztruppen noch hin. Okay. Naja, jetzt könnte ich den kommerziellen Hafen wieder bauen. Und natürlich weitere Handelsschiffe in Auftrag geben. So, die kleine, wenn auch feine Verstärkung ist auf dem Weg. Das sieht man mal, so viel braucht Portugal gar nicht an Truppen, um hier Russland zu erobern. Ja, das heißt hier müssen wir warten. Hier versuchen wir die Armee erstmal zu stellen. Und dann ja, müssen wir mit einer neuen Armee vielleicht nach Smolensk von dort aus. Wobei dann Belgorod halt immer angreifbar ist. Uns fehlen einfach Truppen, ich bin ehrlich. Wir müssten mehr Truppen rekrutieren, aber ich gebe mein Geld gerade lieber für Gebäude aus. Naja, das war's erstmal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und vielleicht müssen wir jetzt wirklich komplett Russland einmal erobern. Sonst, ja, wenn die keinen Frieden wollen, sind sie selbst schuld, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius. Und wie immer, gerne Like und Kommentar. Das würde das ganze Video und mein Projekt unterstützen.